Wenn dich diese Botschaft vor dem 5.5.23 erreicht, möchte dir die geistige Welt Folgendes mitteilen. Die fünf der Schwerter. Die fünf der Schwerter stehen dafür, dass du einen erbitterten Kampf führst und am Gewinnen bist. Doch dürfen die Kosten des Sieges höher ausfallen, als du es erwartest. Eine Freundschaft kann zerstört werden, weil du unbedingt Recht behalten willst oder du fühlst dich nach dem Konflikt isoliert. Daher möchte dich die geistige Welt darauf vorbereiten und immer haben, dass du im Hinterkopf behältst, auch wenn du diesen Kampf gewinnst. Ein Sieg ist nicht immer das, wie es zu sein scheint. Die Kosten, die dieser Sieg verursachen, das, was du für diesen Sieg von dir gibst und zahlst, ist höher als das, was dir dieser Sieg einbringt. Überlege, ob du wirklich diesen Sieg dadurch haben möchtest oder ob du vielleicht darauf verzichten kannst. Selbst wenn du im Recht bist, ist es das wert, was es kostet, wenn du Recht behältst? Oder kannst du dir eingestehen, ich habe zwar Recht, aber ich lasse der anderen Person das, habe meinen Frieden, habe meine Ruhe und habe auch weiterhin ein gutes Verhältnis zu dieser Person. Es ist nicht immer leicht, dies abzuwägen. Manchmal muss man kämpfen, manchmal muss man diese Kosten auch in Kauf nehmen und damit dann leben. Aber überlege dir gut, ob der Kampf, den du gerade führst, wirklich den Preis wert ist. Wenn ja, du wirst gewinnen. Gehe deinen Weg, bleibe auf dem Weg, den du gerade beschreitest und du wirst siegreich herausgehen. Wenn nicht, nimm dich zurück, atme tief durch, lass allen Ärger von dir abfallen und du wirst es schaffen. Ruhig zu bleiben, die Niederlage zwar einzustecken, aber dadurch mit mehr als vorher herauszugehen und gestärkter zu sein. Ich wünsche dir viel Erfolg bei deiner Entscheidung. Die geistige Welt steht mit ihren Energien auf deiner Seite. Alles wird so kommen, wie es sein muss. Und alles wird in dem Punkt kommen, dass es deinem persönlichen Wachstum am besten zuträglich ist. Bis dahin, viel Erfolg, viele Erkenntnisse und auf Wiedersehen.